Ja, das ist ein bisschen suboptimal mit den Kisten. So, und dann würde ich hier halt wirklich sagen, nein, wo sind denn die beiden Kisten? Da sind die beiden Kisten. Also einmal hier und einmal da. So kann ich also vier Einzelkisten machen. Das ist ja auch geckig. So, okay. Und die Fackel hier, die kommt dann halt an die Decke. Und die hier auch. Und hier kommt auch noch eine hin. Und hier von mir aus auch noch eine. So. Dann hätten wir hier quasi so ein kleines. Den wollte ich haben. Ich wollte hier eine Druckplatte haben. Zack. Fünf Druckplatte. Juhu. Und auf Wiedersehen. So, und dann hätten wir hier quasi auch eine Übernachtungsmöglichkeit und auch eine Möglichkeit, Zeug abzulegen. Vor allem, wenn wir gerade viele Steine gearbeitet haben. Oder gewirkt oder was auch immer. So, hast du jetzt auch irgendwas gedroppt vielleicht? Nein. Und die Pfeile sind alle weg. Okay. Schade. Schade, schade, schade. Okay, wie auch immer. Wir hätten hier auf jeden Fall ein kleines Hütchen. Das ist dann halt quasi für. Für die Arbeiter, die hier sind. Theoretisch könnte man auch noch ein Bettchen irgendwo anders hinsetzen. Wenn es halt mehrere sind, aber das wäre halt quasi schon mal so eine Möglichkeit, wie die Leute hier wohnen und arbeiten. Und dass es so ein bisschen in diesen Fels reingebaut ist, das ist dann halt, ich finde das passt. Ich finde das passt wirklich, weil es ist halt genau das. So, das mit diesem Hang finde ich eigentlich auch richtig, weil so ist es halt. Und hier oben müssen wir halt noch gucken, ob und wie wir das so haben wollen. So, weil in der Theorie könnten wir hier die Decke hochsetzen. So, ich würde mal wieder auf die Treppe gehen. So, wir könnten, in der Theorie könnten wir halt wirklich sagen, vielleicht hier sogar, zack, zack, zack. Dann gehen wir hier rüber und dann geht's halt nicht hier, sondern hier wieder runter. So, das würde dann bedeuten, Spitzhacke kaputt würde das bedeuten. Okay, wir können das theoretisch aber auch so bauen und dann später mit einer Spitzhacke von unten korrigieren. So, und dann würde es quasi hier so rüber gehen und dann hätten wir halt hier so einen Bogen. Und hier wird es halt wieder runter gehen. So. Ach, apropos, hier noch rein und hier noch rein. Genau, zack, zack, zack. Und theoretisch können wir den sogar noch einen höher setzen, wie auch immer. Und dann hätten wir halt quasi so ein Tor. Und der und der und der wäre dann auch alles weg. Und das könnte man machen. Das sähe dann gar nicht so fatal aus. Da bin ich halt noch ein bisschen am Überlegen, können wir Eisenzäune machen? Oder quasi Gitter. Also, wenn ich ja jetzt, warte mal, ich habe ja Eisen. Werkbank. Dankeschön. Okay, also, wenn ich ja jetzt sag, sowas hier.
Dann hätte ich ja einen Eichenzaun, der entzündlich ist. Gut, kann ich sowas sagen? Eisenstangen. So, da würde ich gern mal was ausprobieren. Wie das denn aussähe, wenn ich hier quasi sage, zack, zack. Zack. Kann ich das von hier unten vielleicht noch? Ja, so wollte ich es nicht. So wollte ich's. So, dann muss ich halt überlegen, kriege ich das irgendwie wieder weg? Na komm. Brauche ich einen ganzen Tag für, ey. Okay, also ich hatte 16, 1, 2, 3, 4. Okay, das Ding ist auch kaputt. Okay, es wird Zeit ins Bett zu gehen. Wir gucken uns das am nächsten. Uah! Die spawnen echt schnell. Noch jemand? Bah. So, und dann muss ich auf jeden Fall den Innenhof ausleuchten, weil ich ja natürlich nicht möchte, dass andauernd Leute um mich rum spawnen. Also. Kann ich es mit einer Spitzhacke einfacher abarbeiten? So, dann würde ich hier den da mal sagen. Ich brauche eh eine Spitzhacke, eine neue. So, und dann gehen wir wieder auf die 2. Ja, wunderbar. Und so mache ich es auch nicht kaputt. So. Okay, also das wäre dann quasi. Nee, das geht nicht. Das wäre dann quasi unser Tor. Ah, okay, das geht dann also auch nicht. So und so. Und dann hätten wir quasi so eine Art Rittertor. So, was das da oben soll, das weiß ich noch nicht so genau. Wir machen jetzt erstmal hier von unten diese Steine wieder weg. So, und da müssten wir dann eigentlich auch noch Treppchen hinmachen, oder? Das heißt, wir bräuchten noch ein paar Treppchen. Ja, eigentlich müssen wir da Treppchen hinmachen. Das ist ja kacke, wenn man dann so lang kommt und dann. Ja, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. So, da haben wir unsere Werkstoff. Gezuppel. Also. Du. 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 Du kommst erstmal weg. 2, 3. Das passt. Und dann hauen wir die 12 mal daran. Na super. So wollte ich es ja überhaupt nicht. So wollte ich es. Und so. Und dann hier, hier und hier. So, genau. Okay, cool. Dann haben wir hier quasi, würde ich mal nach oben gehen. So,
So. Ah. Die beiden sind auch noch auf der falschen Seite. Na, komm. Okay, und dann würde ich zu dir hier sagen. Eins, zwei. Da und da. Ja, so macht es mehr Sinn. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. So, ich bin eh am Überlegen, wie wir denn das mit den Zinnen machen. Also es gibt da so ein paar Möglichkeiten, die wir machen könnten mit den Zinnen. Das eine wäre, die eine Möglichkeit wäre, wir machen sowas. Zack, 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 zack und so weiter und so fort. Und dann sind wir irgendwann mal, wenn wir das jetzt hier mal zu Ende spinnen, ne? Wir spinnen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Dann wären wir ja irgendwann mal hier, dann wäre theoretisch hier noch eine Zinne. Wobei ich die da wahrscheinlich nicht hinmachen würde. Die würde sie wahrscheinlich so übergehen. Dann wäre das hier wieder so, das würde sogar richtig passen. Und dann geht es theoretisch so weiter und so weiter und so fort. Wir können uns aber allerdings auch eine andere Möglichkeit von Zinnen überlegen. Das würde ich jetzt hier quasi mal demonstrieren. So, wir können es hier auch weiterhin durchziehen. Und dann können wir die Zinnen hier oben drauf setzen. Also da wäre ja dann wieder eine. Da wäre eine, da wäre eine, da wäre eine. Die sind dann allerdings recht klobig, die Zinnen. Deswegen könnte man als dritte Möglichkeit sich noch überlegen, dass man sowas macht wie fluff, fluff, fluff. So, hier ist keine Zinne. Da wäre eine Zinne. Da wäre eine Zinne. Da ist keine. Da ist keine. Da ist eine Zinne. Da ist die Rückseite. Da ist leer. Da ist der. Und dann bräuchten wir halt wieder viel Treppchen. So. Das wären dann solche Zinnen quasi. So, ich würde die auch ganz gerne noch ein bisschen den Abschnitt ein bisschen länger machen, dass mir halt auch wirklich ein paar von den Zinnen haben. Und du kannst weg und dann würde ich sowas machen. Damit man dann quasi sieht, was auch wirklich gut aussieht. Also damit man einen Vergleich hat. So, man kann sich natürlich auch noch andere Arten von Zinnen überlegen, das ist natürlich auch klar. Das sind jetzt halt quasi die paar Möglichkeiten, die mir jetzt halt einfach mal spontan eingefallen sind. So. Und so. Wunderbar. So, und dann würden wir vielleicht mal rausgehen. Und uns den ganzen Spaß von draußen ein bisschen angucken. So. Also diese Zinn sieht schon original aus, muss ich schon sagen. Also finde ich jetzt nicht so fatal. Ist dann vielleicht ein bisschen niedrig. Vor allem, wenn man das dann halt mit diesem Tor sich überlegt. Wenn wir diese Zinnen hier hinten machen. Dann wäre das quasi im Vergleich zu den Zinnen da vorne, wäre es halt zumindest alles auf einer Ebene. Selbst wenn ich da diesen Torbogen mache und die Leute da oben gehen, dann ist halt an dem Torbogen so, wie es da drüben gerade ist. Aber im Prinzip wäre überall alle Zinnen auf einem Niveau. So. Und mit den Zinnen da, hier hat wieder jemand gewütet, ist eigentlich auch nicht so schlecht. Wie gesagt, man kann diese Zinnen natürlich auch auf Fußbodenniveau machen. Und ich muss auch sagen, ist auch nicht so schlecht. Hat dann halt mehr diesen, was ist es?
mauretanischen, andalusianischen, halt diesen etwas exotischeren Touch. Also nicht so dieses klassische nordeuropäische Rittertum, sondern mehr so dieses südeuropäische, arabisches Rittertum. Mäßig. Deswegen, also, mir persönlich ist es eigentlich relativ egal, was wir machen. Wir sollten es halt einheitlich tun. Also, das hier hat einen gewissen Charme, finde ich. Von oben jetzt vielleicht nicht so. Das schauen wir uns jetzt vielleicht nochmal von oben an. Aber das andere hat halt auch seinen Charme. Also, so ist es auch nicht. So. Ja, gut. Hier hat es halt den Charme. Man sieht halt, wohin man guckt. Ja, man sieht halt noch was von der Welt. Hier, da siehst du halt nicht mehr viel. Da ist halt wirklich einfach, es ist alles im Weg. Und auch bei denen hier, bei denen ist es sogar noch ein bisschen schlimmer, weil du halt wirklich mehr von der Sicht verschenkst. Hier hast du wirklich so dieses, okay, du hast halt deine Zinnen und es ist gut und so weiter. Und du kannst dich auch dahinter verstecken. Aber du hast halt immer noch den Überblick. Du kannst immer noch über die Kante rüberschauen. Insofern weiß ich es gerade nicht genau, was ich da machen wollen würde. Genau. So. Deswegen würde ich fast sagen, also wir können es ja auch nochmal hier so ein bisschen machen. Den da, fluff, fluff. Den. Also eigentlich so. Zack, zack, so. Zack, zack. Das passt hier dann leider nicht mehr. Zack. Zack. Haben wir schon. Haben wir schon. Okay. Und hier wäre es natürlich auch so ähnlich. Das reicht jetzt hier halt platztechnisch nicht, weil wir halt nicht alternieren, sondern es ein bisschen komplizierter ist. Da müsste ich hier unten übrigens auch mal gucken, ob das dann gerade ungerade technisch passt. Aber das könnte man sich dann halt wirklich angucken und das passend machen, wenn es dann wirklich soweit wäre. So, es ist schon wieder Nacht und es ist schon wieder Zeit, ins Bettchen zu gehen. Und deswegen gehe ich mal zurück in die Nacht ins Bettchen. Wünsche euch eine tolle Zeit. Cheerio mit Au. Ich würde auch eine Aufnahmepause machen und euch bitten, dass ihr euch mal überlegt, wie wir denn die Zinnen da oben so haben wollen. Und ich würde mir dann überlegen, dass wir in der nächsten Aufnahmesitzung vielleicht erstmal was anderes machen. Und dann könnt ihr euch zu den Zinnen hier äußern, wie ihr die gerne denn haben möchtet. Und einfach in die Kommentare schreiben. Und dann könnten wir das vielleicht genauso machen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle von euch. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Und man sieht sich.